Die Summe von drei verschiedenen Primzahlen beträgt 40. Frage, wie viel beträgt die Differenz der beiden größten dieser drei Primzahlen? Wir schreiben alle natürlichen Zahlen von 0 bis 39 in diese Tabelle und filtern jetzt die Primzahlen heraus. 0 und 1 sind keine Primzahlen, die erste Primzahl ist die 2. Somit können wir alle Vielfache von 2 ausschließen, denn die können nicht mehr Primzahl sein. Die nächste Primzahl ist die 3. Alle Vielfache von 3 werden ausgeschlossen. Die nächste Primzahl ist die 5. Alle Vielfache von 5 werden ebenfalls ausgeschlossen. Und somit haben wir schon alle Primzahlen zwischen 0 und 40 herausgefiltert. Jetzt schauen wir, in der Angabe steht, dass die Summe von drei verschiedenen Primzahlen 40 beträgt. Beginnen wir mit der größten 37. Wenn wir zu 37 2 addieren, die kleinste Primzahl, dann sind wir schon bei 39. Also, wenn wir noch eine dritte addieren, sind wir über 40. Deshalb kann die 37 ausgeschlossen werden für unsere Aufgabe. Jetzt schauen wir 31. 31 plus 2, das macht 33, plus 7 macht 40. Da haben wir sie schon, die drei Primzahlen, die hier in Frage kommen. Die zwei größten sind 31 und 7 und 31 minus 7, das macht 24. Also ist Antwort E die richtige und fertig. Wir werden auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade im nächsten Tutorial eingehen.